heute ein zweiter Teil oder eine zweite Folge von Anna on Tour. Letztes Mal war ich ja bei dem lieben Pascal und heute werden wir wen anderes besuchen. Seid gespannt, wer es ist. So, wir sind jetzt bei dem lieben Niklas und wir gucken uns jetzt mal seine Airbox an. Niklas, hi. Hallo, ich bin der Tim. Hi Tim. Hallo. Hallo. Wo habt ihr denn das gute Stück stehen? Also aufgebaut wurde die Airbox für den Cup-Bereich, für die EST. Vorne ist normale Guti-Felge, so wie hinten. RT-Holme wurden aufgebaut, ein 4K-Sattel. Die Bremsscheibe ist von der Malaguti-Felge, ist die Stage 6, die kriegt man nicht mehr. Dann wurde der Rahmen mit Domstreben verbaut, ein extra Kühler wurde eingebaut. Hinten RT-Feder bei, Replika. Wabedecke sind ein paar Löcher für bessere Kühlung. Motor ist ein Big Bore von Polini 490er. Mit den halt passenden Komponenten von Polini, Two-Phase-Wandler, elektrische Wasserpumpe von Motorforce, RT-Innenrotorzündung. Verkleidung ist eine, wie man schwer sieht, eine Straight-Verkleidung, rot-schwarz. Auspuff ist der Polini Big Evolution 490, der passende für den Zylinder. Zylinder ist aktuell noch unbearbeitet, das ändert sich aber noch immer Winter. Bremspumpen sind die von MTKT. Die kommen aber bald auch weg, weil die sind eher so für Kastenbereich. Kommen auch noch gute von AJP drauf. Kurzhub-Gasgriff ist ein Stage 6. Tacho, RT-Drehzahlmesser und Stage 6-Temperaturanzeige.